Ja, hallo, liebe Audi-Freunde, heute geht es um ein kurzes Thema, was ich immer ansprechen will zum Thema Zusatzinstrumente beim Audi 100 C4 bzw. A6. Da gibt es nämlich interessante Unterschiede, die ich gerade festgestellt habe, und das wollte ich mal dokumentieren. Also zum einen wurde ja mal gefragt, es gibt ja ein paar Leute, die sich die C4-Kombis in den C3 einbauen und teilweise die Platinen adaptieren wollen. Also beziehungsweise die Inhalte von den Kombis in C3 Gehäuse einbauen, weil die Gehäuse passen ja nicht, das hatte ich ja in einem anderen Video gesagt. Und da wurde die Belegung von dem Stecker mal diskutiert. Und ich habe jetzt hier gerade eine Platine von einem 91er und da waren diese Freundlichen, haben dran geschrieben, welche Klemmen das sind. Und hier sieht man die Belegung von dem Stecker. Und das fängt also hier oben an mit der Verstellung für die Uhr. Also da gibt es ja hier auf der Seite, wenn man den Knopf hier reindrückt, dann fängt ja die Uhr hier an zu drehen. Ja, weil man ja hier nichts hat sonst zum Uhr einstellen. Das ist das da. Dann haben wir Dauerspannung, Klemme 30. Dann Licht, nochmal Licht. Das ist, weiß ich jetzt nicht, die sind die zwei Klemme 58 jedenfalls von Lenkstockschalter. Und dann haben wir Masse, Klemme 31 und 15 ist Zündung plus. So, und was man vielleicht zur Verkabelung noch sagen kann, wenn man Öltemperatur und Öldruck hat, die funktionieren so, dass das untere Teil von dem Instrument an Klemme 15 geht, also an plus, und das obere Teil wird hier rausgeführt auf diesen Pin, also jeweils wird Temperatur, das ist der Pin 2 und Druck ist oben der Pin 1. Und ja, das wird direkt zum Instrument geführt. Ja. So, vom Geber aus zum Instrument und von da ab nach Plus. Deswegen gehen die Geber auch Richtung Masse. Ja. Also die gehen immer von durch den Geber Richtung Motorgehäuse und dementsprechend können die Instrumente dann ausschlagen. So, das ist das. Und ja, was auch lustig ist, es gab auch beim C4 unterschiedliche Kombinationen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die 91er Platine. Da ist es so, da habe ich hier diese Zeituhr, also dieses Ding dann. Und dann kommt hier Öltemperatur und Öldruck. Also so wie ich es jetzt hier aufgebaut habe. Und dann die A6 Variante. Ne, das heißt, ja hier, wie ich es hier aufgebaut habe. Das war sozusagen die erste Ausführung. Und später hat man vermutlich, um das gleich zu halten mit dem A4, da hat man nämlich angefangen beim Audi A4, hat man ja in dieses Instrumentencluster, was also einfach nur ohne Zusatzinstrumente war, sah ja quasi nur so aus. Da hat man ja beim A4 hier unten, glaube ich, irgendwo auch das Voltmeter eingebaut, so ein kleines. Und dann hat man sich überlegt, beim A6 muss man da jetzt auch wieder ein Voltmeter einbauen, deswegen ist die Bestückung dann so. Und man hat den Öldruck weggelassen, weil so nach dem Motto, das tun die Kunden sowieso nur unnötig beanstanden, dass das Instrument da immer hin und her zappelt, und deswegen wird das weggelassen und stattdessen lieber das Voltmeter wieder eingebaut. Das heißt, beim A6 ist man dann wieder da so weit, dass man da Voltmeter hat. Und der C5 A6 hat ja dann auch eben das kleine Instrumentcluster, was dann halt auch wieder das kleine Voltmeter hat. Das war also sozusagen schon der Übergang zu dem A6 C5. Und um das gleich zu halten mit A4 und A8, die ja dann auch entsprechend 94 rauskamen, und dann wurde das halt vereinheitlicht. Und was man auch noch sagen muss, da hatte ja ist auch ein YouTube-Kommentar zu meinem letzten Video über die verschiedenen Versionen der Instrumentenplatinen hier, wurde ja bemerkt, dass die Scheiben anders geworden sind von ihrer Struktur. Das ist natürlich richtig, das habe ich vergessen zu sagen. Die vom C4 sind nämlich matt. Ja. Die haben so eine aufgeraute Oberfläche. Und die vom C3, wenn man jetzt hier mal reinguckt, ich habe hier nämlich hier C3-Instrumente eingebaut, die haben eine etwas glänzendere Oberfläche. Das sieht man auch so im direkten Vergleich. Die Uhr ist hier vom C4 und die sind vom C3. Das sieht man natürlich, wenn das Ding nachher im Auto eingebaut ist, nicht mehr so direkt, wenn man nicht drauf gestoßen wird. Aber hier sieht man schon deutlich den Unterschied. Jetzt gibt es allerdings eine Sache, die mich maßlos stört. Beim C4, die Lackierung, die hier gemacht worden ist, die löst sich ab mit den Jahren. Ich habe jetzt jede Menge Instrumente,
Also eigentlich alle meine C4-Tachos, die ich habe, kann man sagen. Und das sind immerhin jetzt 4 Stück. Die sind eigentlich alle unbrauchbar geworden, weil dieser Lack abgeplatzt ist. Ich kann das mal hier zeigen. Ich habe hier, ist das hier zu sehen? Ja, hier sieht man das. Das ist jetzt, hier ist es zum Beispiel beim Tacho, da blättert das ab. Und auch hier bei den anderen Dingen, das fängt dann an, das kräuselt sich so auf und dann geht das ganz kaputt. Und das ist also richtig ätzend. Beim A6 aus den letzten Modelljahren ist mir das noch nicht aufgefallen. Es kann sein, dass die das da wieder geändert haben vom Lack. Oder aber die einfach noch zu jung sind, dass das noch nicht auftritt. Aber also die ersten Modelljahre bis mindestens 95 hatten diese Probleme. Und das ist natürlich dann irgendwie schade. Ja, okay, das war's zu diesem Thema. Und ich denke, das war mal wieder eine ganz interessante Geschichte für diejenigen, die hier umrüsten wollen. Und ja, dann wisst ihr jetzt, wie die Belegung ist. Und ach so, ja, vielleicht zeige ich euch noch ein Bild, was ich hier gemacht habe, wegen den Farben. Ich halte es mal gerade hier hin. Das habe ich hier gerade noch aufgeschrieben, damit man also weiß, welche Adernfarbe was ist. Und vielleicht auch noch eine kleine Randnotiz, weil ich sie ja auch gerade auf dem Zettel sehe. Die Uhr, die ich im A6 gefunden habe, die hat nur zwei Anschlüsse. Und da ist es so, dass der eine Anschluss auf 30 geht und der andere auf die Verstellung. Und in 31 Masse gibt es hier irgendwie nicht. Da haben die scheinbar die Verdrahtung hier auf der Hauptplatine geändert, sodass man da also nicht nochmal zusätzlich Masse braucht. Und hier bei dem alten ist es so, der hat dann drei Anschlüsse und da hast du halt Masse, Dauerspannung und diesen Knopf zur Verstellung. Und insofern, also da gibt es also auch nochmal Unterschiede. Wenn man das irgendwie Uhren aus anderen Kombi-Instrumenten ausschlachten will, weil da die Ziffernblätter besser sind, dann muss man wirklich die Ziffernblätter umbauen, weil diese Nupsis in den alten Platinen nicht drin sind. Und ja, das sei mal dazu gesagt. Deswegen, da gibt es ständig Änderungen, die sind in Details, aber die sieht man so als Otto-Normalverbraucher halt nicht. Jo, dann bis demnächst.